Ah, hallo. Ich melde mich heute mal aus Hahnklee und mache jetzt mal eine kleine Wanderung. Augenblick mal. Mache mal eine kleine Wanderung Richtung, ich glaube, der heißt Grombacher Teich. Aber das blende ich dann nachher nochmal ein. Heute haben wir Ostersonntag. Bin mit meiner Familie hier, aber die schlafen noch. Und ja. Ja, ich bin aber Frühaufsteher. Das bis 8 Uhr schlafen war mir schon zu lange. Und deswegen bin ich schon mal ein bisschen früher los. Ja. Jetzt, wie gesagt, bin ich auf dem Weg. Sind wir irgendwie 2,7 Kilometer. Ich werde nachher das Schild dann nochmal einblenden, wo ich losgewandert bin. Aber es ist hier ja schon mal wieder richtig schön, ne? Das muss man ja mal sagen. Müssen wir hier nur die Abzweigung wieder gehen, mit dem Weg auch wieder zurückgehen kann. So, ja, dann geht es hier weiter Richtung Kottelbacher Teich, Krombacher Teich oder Grombacher Teich. Mal gucken. Also der eine soll nur noch irgendwie 700 Meter entfernt sein. Der andere aber noch 2 Kilometer, also das ist ja noch ein bisschen weiter. Aber so schön ruhig, echt Ostersonntag, nichts los hier. Jetzt weiter Richtung Kottelbacher Teich. Da sind sogar die Koordinaten ganz genau. Gut, also ich denke mal, das wird der Weg hier runter sein. Komm, Amy. Komm. Ja, und hier sind überall Mountainbike-Wege und wie man sieht, viele Bäume, die umgefallen sind. Aber es ist schon schön hier, das muss man schon mal sagen. Also, ja. Da drüben geht es dann schon mal richtig bergauf. Hier so ein kleines Flüsschen. Na gut, gucken wir mal, wie es da hinten aussieht. Ja, so, hier ist der Kottelbacher Teich. Sieht auch, glaube ich, ganz nett aus. Aber wir gehen jetzt nochmal ein Stück weiter Richtung Grombacher Teich. Über Grombachtalweg. 2,6 Kilometer steht da. So. Da sieht man das Schild, Grombachtalweg, unterer Grombacher Teich, 1,9 Kilometer. Na gut. Also runter scheint es ja relativ schnell zu gehen, weil es hier doch ziemlich bergab geht. Amy. So, Augenblick. Mal eben die Leine umpacken. Ah, das ist schon herrlich hier.
Ja, hier sieht man, da unterer Grombacher Teich, da habe ich also die ersten 700 Meter habe ich schon wieder zurückgelegt. Und bis Hahnklee sind es noch 2,1 Kilometer. Und das ist die Stempelstelle, das sieht man da auch. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja mein Heft nicht dabei, also kein Stempel für mich. Allerdings verstehe ich auch nicht, warum sie sowas nicht machen, dass man die praktisch einscannt oder sowas. Heutzutage rennt jeder mit dem Smartphone rum. Gut. Ja. Hier sind Amy und ich eingestiegen. Ja, so, ich zeige euch jetzt einmal, wie ich gewandert bin. Es geht los im Birkenweg über die L516 und dann einen schönen Wanderweg durch den Wald bis zum Kottelbacher Teich. Der ist 1,5 Kilometer vom Einstiegspunkt entfernt. Dann geht das zurück bis zum Grombachtalweg, der ist dann hier. Und von da aus Richtung unterer Grombacher Teich. Hier sieht man dann das erste Mal den unteren Grombacher Teich. Richtig schöner Anblick. Und dann geht das auf die andere Seite. Das ist dann auch die Stempelstelle 113. Und auf der anderen Seite dann zurück über einen gut befestigten Feldweg. Und dann wieder zurück bis zum Kottelbacher Teich. Und dann auf demselben Weg wieder zurück bis zum Einstiegspunkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.